Hallo ihr Lieben, ich komme endlich mal wieder dazu, das nächste Video zu drehen. Und zwar geht es darum um das Thema Scheren und um das Thema Kaden. Und zwar, wann sollte ein Hund nicht geschoren werden, sondern wann es absolut ausreicht zu kaden. Und ja, welche Strukturen es gibt und welche Rassen es gibt. Was das eigentlich bedeutet, kaden und was beim Scheren passiert. Wir haben hier unseren Vorführhund, das ist unsere Chica Baby. Chica Baby ist eine Wolfspitzhündin, die ist jetzt 11 Jahre alt und wurde bisher immer von mir gekadet. Also, was bedeutet eigentlich kaden? Kaden bedeutet die Unterwolle entfernen. Und wie man sieht, kommt da auch schon einiges raus. Sie ist also mitten jetzt im Fellwechsel, was aber auch wetterbedingt ist im Moment, dass es so früh losgeht. Sie wird von mir nicht geschoren, sondern wirklich nur gekadet und ein bisschen zurechtgeschnitten. Und da möchte ich jetzt einfach mal ein bisschen was zu zeigen. Wir haben zum einen einen ganz nicht normalen Kamm. Na, den nehme ich mir immer vor, um erstmal die Struktur des Fells mir anzugucken, um erstmal zu schauen, wie sieht es da drunter aus, wie viel Decke ist vorhanden, wie viel Unterwolle ist vorhanden, ist die Haut in Ordnung, sind Schuppen da. Um erstmal den ersten Eindruck zu bekommen, schon mal zu schauen, sind Verfilzungen da und wie reagiert auch der Hund aufs Schneiden, aufs Kämmen und ist er irgendwie anfällig für irgendwas? Ja, unsere Chica Baby, die kennt das ja schon und wie man sieht, kommt da auch schon einiges raus. Das ist jetzt aber wirklich nur erstmal jetzt schon mal vorab, um zu gucken, mit was man jetzt hier eigentlich, zu tun hat, ne, meine Süße? So. Also, wir haben jetzt unterschiedliche Möglichkeiten. Das ist ein Fulminator. Dieser Fulminator hat den Vorteil, dass er Gelenke hat. Was ist leider ne? Wir haben hier Gelenke, die mit und wir haben hier Zangen, die beweglich sind. Das heißt, sie gehen, ist cool, sie gehen mit dem Muskeln und den Gelenken mit, sind also für das Tier angenehmer und der Druck wird nur da ausgeübt, wo der Druck auch hin soll. Und wie man sieht, kommt da einiges raus. Es wird also mal wieder echt Zeit für unser Chica Baby. Und das wird jetzt so viel gemacht, bis die Unterwolle so weit entfernt ist. Aber auch hier Vorsicht, wir wollen ja nur das lose Fell entfernen. Wir wollen nicht alles entfernen, das heißt das Fell, was da noch in der Haut drin sitzt, also was im Follikel noch nicht freigegeben und noch nicht abgestorben ist, das soll nicht raus. Denn letztendlich ist die Unterwolle auch noch ein Schutz für den Hund. Nicht nur vor Kälte, auch vor der Sonne. Ja? Und wenn man diese ganze Struktur zerstört, dann kann das Fell nicht mal seine Aktivität richtig aufnehmen und der Hund hat Probleme. Das ist auch der Grund, warum einige Rassen, wie zum Beispiel der Wolfspitz, nicht geschoren werden sollte. Es gibt noch andere, es gibt Eurasier, es gibt Münsterländer, Neufundländer, es gibt Berner Sennenhunde, Border Collies. Das sind alles Hunde, die möglichst nicht geschoren werden sollten. Ich höre immer wieder von allen Ecken, dass die Leute sagen, mein Gott, scher den Hund, der spitzt doch, der hat doch im Sommer viel zu viel, was er da auf der Haut trägt. Nein, diese Hunde, die sind mit so einem Fell auf die Welt gekommen, dass sie eben nicht sonderlich schwitzen. Auch hier gibt es natürlich Ausnahmen. Es gibt Hunde, die gerade Mischlinge, wo noch eine andere Struktur mit drin ist, wo es denen auch nicht wehtut, wenn sie geschoren werden. Ne? Also man kann auch ruhig mal sagen, einmal im Jahr darf man das ruhig mal machen. Wenn man sich jetzt also besser fühlt, man hat ein altes Tier, der jetzt auch schwarzes Fell hat, dann tut es dem Fell jetzt nicht sonderlich weh, dann kann man das machen. Aber wenn man einen jungen Hund hat, sollte man schon versuchen, rassetypisch auch das Fell zu frisieren. Und es sieht viel, viel schöner, das kommt noch hinzu, bei so einem Hund aus, wenn man den einfach ein bisschen die Unterwolle entfernt und dann vor allen Dingen auch schön mit der Schere modelliert, nenne ich es immer. Also zurechtschneidet. Da, wo das Fell halt dann wirklich auch nicht mehr hingehört. Dass man das dann wegschneidet.
die Figur ein bisschen mit auch nochmal zum Vorschein bringt. Und das kann man mit der Schermaschine nicht. Ne? Mit der Schermaschine geht man einfach drüber und es ist ein ganz anderes Bild, eine ganz andere Struktur. So, jetzt schon sieht man, wenn man jetzt hier guckt, dass da nicht mehr so viel rauskommt. Und man sieht bei Chica Baby auch sehr, sehr schön, wenn wir fertig sind, dass halt die eigentliche Fellstruktur wieder so ist, wie sie sein sollte. Nämlich glatt anliegend, da steht nichts ab, da ist nichts fusselig und die fühlt sich dann wieder sehr, sehr wohl. So, ich mache jetzt hier noch ein bisschen weiter und bin dann gleich wieder bei euch. Bis gleich. So, jetzt haben wir schon mal so ein bisschen was raus. Auch hier natürlich immer aufpassen, ne, dass man nicht direkt auf der Wirbelsäule und auch nicht direkt auf den Gelenken oder Knochen bürstet, denn das ist für den Hund auch unangenehm. Gerade wenn es Hunde sind, die etwas älter ist, Arthrose, Arthritis haben, also, oder Rheuma, andere Gelenkserkrankungen, immer darauf achten, dass das dann möglichst immer, ja, schön, ne, immer da gemacht wird, wo auch wirklich Fettpölster sichern und Fleisch zur Verfügung steht. So, und auch hier hinten, das was so extrem rau ist beim Wollspitz, kriegt man so wunderschön raus, wenn der Hund reif ist, ne, wenn das Fell reif ist. Das heißt, wenn man es wirklich kaden kann. Das ist ungefähr so wie beim Trim, wenn die Haare reif sind, wenn der Zirkel wieder ganz normal seinen Punkt erreicht hat. Hier, das schneiden wir gleich weg. Dann geht das wunderbar. So, ich möchte ganz gerne noch mal so ein, zwei andere Kämme zeigen, was es noch gibt, was man noch machen kann. Wir haben zum Beispiel hier noch Code King, nennt sich das Teil, aber Vorsicht, der geht zwar wunderbar, so schön, fein, aber der hat eingebaute Klingen. Was bedeutet das? Den gibt es in drei unterschiedlichen Größen, ist auch ein ganz tolles Teil, holt auch wunderbar Unterwolle raus und hat den Vorteil, dass er dann Hund sehr viele Verfilzungen hat, hat sie jetzt nicht, dass die Verfilzungen rausgelöst werden können. Aber ich hatte ganz am Anfang gesagt, man muss aufpassen, dass man halt wirklich nur das Fell rausholt, was auch raus soll. Also sprich nicht das Fell, was noch drinnen bleiben sollte, das gesunde Fell. Bei dem muss man aufpassen, weil der holt wirklich alles raus. Dadurch, dass er natürlich so ein bisschen kürzt auch gleichzeitig. Man sieht das hier gleich in der Struktur. Ich hoffe, man kann das auch gleich sehen. Ich hole euch noch mal ein bisschen mehr. Der schneidet also auch. Deswegen darf man das wirklich bei solchen Rassen nicht zu viel machen. Wenn jetzt aber jemand sagt, Mensch, der hat so langes Fell, und können wir das nicht mal so ein bisschen kürzen, bevor man da mit der Schermaschine rangeht. Ich weiß jetzt nicht, ob man das sieht. Die ist dunkler. Das ist abgeschnitten. Dann kann man das machen, aber wie gesagt, mit Vorsicht. Wenn jemand, der ungeübt ist, der sollte da ein bisschen vorsichtig sein. Aber auch das lernt man natürlich mit der Zeit. Wie gesagt, Hunde, die sehr viel Wollanteil haben, die sehr schnell verfilzen, gerade auch Mischlinge, wo man nicht so genau weiß, ach, was steckt da jetzt drin und wo man beim ersten Mal erstmal gucken muss, was sitzt da jetzt eigentlich im Fell drin, die finden das immer ganz angenehm und empfinden das hinterher auch als angenehm. Nur wie schon gesagt, immer vorsichtig. So. Das wäre das. Was haben wir denn noch Schönes? Was man machen kann, gibt es noch zwei Sachen, die ich gerne vorstellen möchte. Wer ein Pferd hat, wird sowas kennen. Das ist so eine Art Striegel. Klappt bei Hunden auch ganz gut, wenn man jetzt also der Meinung ist, man möchte ganz gerne erstmal die Muskulatur und die Durchblutung anregen, damit die Unterwolle noch mehr zum Vorschein kommt. Dann kann man so eine Art Massage machen. Und die holt auch noch mal ganz viel Unterwolle raus. Ja, also wirklich in Massagen und rotierenden Massagebewegungen über den Mund gehen und dann noch mal rausholen.
Ja? Haben die meisten Hunde sehr, sehr gerne, finden sie ganz angenehm und vor allen Dingen, das ist dann das, was später nochmal rauskommen würde bei euch zu Hause, das, was eben noch nicht reif war. Das ist dann aber auch kein gesundes Fell, das einfach rausgezogen wird, sondern es ist einfach lediglich dann noch Unterwolle, die die Haut noch nicht abgegeben hat. So, warte mal hier, So, ne? Wie gesagt, kann man auch sehr, sehr schön machen. Und dann kriegt man da auch noch mal einiges raus, wo man eigentlich dachte, da kommt gar nichts mehr. Das Ähnliche, was man auch machen kann, ist das hier. Das ist ein sogenannter Bimsstein. Nutze ich in der Regel für Hunde, die getrimmt werden müssen. Aber man sieht es jetzt schon, auch Hunde wie unsere Chica-Baby hier, kriegt man halt auch noch mal Sachen raus, wo man gedacht hat, da kommt echt noch so viel, ja, da kommt da noch mal einiges. Was auch den Vorteil hat, es ist eine Art auch ja, Glanzbooster fürs Fell. Ne? Man geht darüber und die toten Schichten werden so ein bisschen abgetragen und das Fell glänzt hinterher auch wirklich wieder sehr, sehr schön. Und gerade in den Ecken, wo man nicht so hinkommt mit der Bürste, ne, wo man einfach dann auch denkt, Mensch, wie kriege ich das da raus am besten, ohne nur weh zu tun, da kann man sehr schön auch hier mit den Ecken reingehen und, und kann das dann da rausholen. Das ist ein ganz schick normaler Bimsstein, wie man den auch in einer Kosmetikabteilung kaufen kann. Wichtig ist, dass er gut in der Hand liegt, dass er halt möglichst wirklich Ecken hat, nicht so harte Ecken, sondern wirklich welche, die ein bisschen abgerundet sind. So, und dann geht das ganz gut. So, was haben wir jetzt noch? Du bist doch nicht fertig. Die ist immer bekannt, wenn ich sage so, dann weiß sie, ist es Feierabend, aber wir haben keinen Feierabend. Wir haben jetzt also jetzt hier überall noch dieses Fusselige. Das wollen wir nicht. Das kann man machen, aber ich möchte das nicht. Erstens stört es und zweitens ist es auch schwer wieder sauber zu halten. Ne? Und es sieht auch nicht so schön aus. So, wenn wir das jetzt also alles ein bisschen zurechtschneiden, ne, dann sieht das gleich schon wieder ganz anders aus. Und Hundchen fühlt sich gleich wohler. Und wie lange dauert so eine Prozedur? Ein Hund wie Chica in der Größe dauert in der Regel etwas über eine Stunde. Größere Hunde dementsprechend natürlich länger. Ich arbeite lieber etwas länger und habe es dafür akkurat und auch wirklich dann auch vernünftig, als dass ich schnell, schnell, schnell mache. Und der nächste bitte. Das ist dann nicht so mein Ding. Aber auch da muss jeder für sich selber wissen. Aber in der Regel ist bei mir kein Hund länger als 2 Stunden auf diesem Tisch, weil die Hunde dann einfach auch nervös werden und dann einfach auch keine Lust mehr haben. Und dann ist für mich einfach so der Punkt, wo ich sage, dann kommen sie lieber nochmal wieder. Dann ist der Hund entspannter und den Rest machen wir dann halt wirklich beim Termin in 1-2 Tagen, in einer Woche, wie auch immer. Jetzt nochmal zurück zum Karben. Das Karben ist halt, wie gesagt, nichts anderes als die Unterwolle zu entfernen und ist eine sehr schonende Maßnahme. Sie tut dem Hund weder weh, noch ist es in irgendeiner Art und Weise ja, eine sehr, sehr schwerwiegende Prozedur und die meisten Hunde empfinden das angenehm. Wenn man jetzt einen Hund wie Chica Baby jetzt zum Beispiel nicht kadet, sondern schert, hat man irgendwann das Problem, und da wieder jetzt zurück, warum, schärfst du deinen Hund nicht, der ist doch im Sommer so dick angezogen und dann wird ihn noch besser gehen. Man hat das Problem irgendwann,
dass die Hunde, wenn die geschoren werden, und zwar zu oft geschoren werden, bei einem Fell, was dafür nicht ausgelegt ist, also nicht, dass ich das Scheren verteufle, um Gottes Willen. Na, ich möchte einfach nur nahelegen, dass es halt wirklich Rassen gibt, wo es besser ist, wenn man sie kadet. Also wenn man das Fell jetzt oft schert, zu oft schert, die Fellstruktur verändert sich und vor allen Dingen die Unterwolle wird immer mehr. Und wenn man irgendwann dann einen Hund hat, wo man alle 2 Monate drüber scheren muss, weil die Unterwolle einfach viel zu viel geworden ist, dann ist das ein Teufelskreis. Der Teufelskreis besteht dann darin, dass man alle 2 Monate zum Friseur muss. Das ist für den Hund unangenehm. Es ist eine immer aufwendigere Prozedur. Wenn man Pech hat, kommt man irgendwann mit der Schermaschine gar nicht mehr durch. Und der Hund schwitzt wirklich auch immer mehr. Das heißt, wenn man mal keine Zeit hat, ja, oder wenn man einfach auch nicht die Möglichkeiten mehr hat, weil aus finanziellen Gründen sich irgendwas ändert oder was auch immer, dann hat man hinterher einen Hund, der wirklich auch krank wird dadurch. Die Haut kann nicht mehr atmen. Das Fell verliert so viel Struktur, dass es seine eigentliche Aufgabe nicht mehr erfüllen kann. Denn wenn man auch zu viel Fell hat, das heißt zu viel Unterwolle entwickelt, ist es auch nicht mehr vor der Sonne und vor der Kälte geschützt. Denn irgendwann fängt die Verfilzung an. Irgendwann fängt es an, dass die Haut wirklich durch das nicht mehr atmen können überhitzt. Es entstehen Pickelchen, Tiere haben es leichter, sich reinzusetzen. Und das ist für den Hund wirklich nicht angenehm. Und das ist der Grund, warum mir wichtig ist, einmal zu sagen, Leute, wenn ihr die Möglichkeit habt und ihr habt einen Hund, der nicht geschoren, sondern gekadet und geschnitten werden sollte, dann macht es. Im Endeffekt ist es manchmal vielleicht ein paar Euro teurer, aber der Hund wird euch das danken. Und die müssen nicht geschoren werden im Sommer. Wenn ich einen alten Hund habe, der auch noch schwarz ist, ganz dickes Fell hat, dann bin ich die Letzte, die sagt, ja komm, da karten wir jetzt dann rum. Nein, dann hat das irgendwann auch keinen Sinn mehr. Wenn man aber einen jungen Hund hat, wo das alles noch so ausgelegt ist, dass das alles funktioniert, ja, dann versuche ich wirklich die Struktur so zu halten. So. Dann haben wir hier schon mal die Seite fertig. Ja, das tut auch nicht weh, wie man schneidet das hier lediglich ab. Machen wir die Seite noch. So, ich bin dann gleich wieder bei euch da. Ja, und wir sehen uns gleich nochmal. Und soweit am Ende. Ich kämme sie jetzt nochmal durch. Wenn ihr das zu Hause machen wollt, wenn ihr jetzt sagt, ach nee, also Hundefriseur, das ist mir zu blöd oder die Zeit fehlt oder ich möchte das ganz gerne einfach mal alleine versuchen, weil ich auch Spaß dran habe, kann ich nur sagen, ja, das ist eine Arbeit, die kann man durchaus selber machen. Aber macht es wirklich in einer ruhigen Stunde, ne? Macht es nicht unter Druck, unter Stress und nehmt euch da wirklich Zeit für, macht euch im Hintergrund eine schöne, ruhige, beruhigende Musik an, wie ich die hier anhabe und verlasst euch wirklich dann auf euer Geschick. Ja? Macht euch da keinen Stress, wenn es beim ersten Mal nicht ganz akkurat wird, das ist ganz normal, das kann beim ersten Mal meistens noch nicht wirklich ganz, ganz dolle werden. Aber es wird mit der Zeit immer, immer besser. Und wenn ihr halt euch das nicht zutraut, dann sucht euch einen guten Hundefriseur eures Vertrauens, der euch da auch nochmal vernünftig berät und sagt, so und so würde ich das machen. Und wenn ihr an mich auch nochmal Fragen habt, dann könnt ihr euch selbstverständlich bei mir melden und könnt mir eure Fragen stellen und ich beantworte dann alles so gut ich kann. Entweder macht ihr das per E-Mail oder ruft mich einfach an. Telefonnummer ist auf meiner Homepage zu finden. Die Homepage ist eingeblendet. Und ja, dann helfe ich euch selbstverständlich auch weiter. So, das ist jetzt das, was ich mit unserer Hündin mache. 2-3 Mal im Jahr. Und versuchen mal das so ein bisschen gucken, hoffentlich bleibt sie stehen. Bleibt mal stehen. Oh. Das wird jetzt natürlich ganz gruselig gerade. Ich zeige das nochmal von der Seite. Ich schätze mich den mal ab, dass man das von der Seite mal sieht. Das einfach nur wieder in Form gebracht ist alles.
auch hinten am Popo. Bleib stehen. Genau, bist du mein Mädchen, ne? Auch nochmal, dass man halt dann auch nochmal guckt, wenn da irgendwo nochmal was. So. Das geht dann nämlich wunderbar. Und dann zum Schluss nochmal der Popo, dass man da auch nochmal schaut. Das sieht dann halt so von hinten aus, dass das dann alles nicht mehr so darunter fällt. Und dass sie beim auf Toiletten gehen einfach nicht mehr so viel Haare darum fliegen hat. Ja, die Route ist nicht mehr im Weg. Und ja, so ist dann einfach die Ansicht von unserer süßen, genau, schönen Stehmäuschen. So. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Bei Fragen, wie gesagt, meldet euch einfach. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr mich unterstützen würdet. Abonniert mich dafür einfach. Und auch in der nächsten Zeit kommen noch ganz, ganz viele interessante Sachen dazu. Und ja, ich wünsche euch heute noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!